Hi, willkommen bei einer neuen Ausgabe und der letzten Ausgabe in 2012 bei SweetChecker. Heute habe ich zwei Produkte. Zwei weihnachtliche Produkte. Eine von Jana aus Hamburg und einer von Marc aus Spanien. Das ist ein Weihnachtsmännchen. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, mal nicht ein roter, wie man sonst immer so sie gesehen hat. Ich habe ja schon ein ziemliches gespaltenes Verhältnis zu den Weihnachtsmännern hier. Aber dem musste ich schon lachen, weil er schon echt witzige Merchandising-Ding ist. Ja, vom St. Pauli, vom Kiez. Und eigentlich ganz cool. Und den reiße ich mal auf und esse ihn auf. So, also coole Verpackung. Finde ein cooles Merchandising. Herauskommt ein. Oh, kaputter. Der ist kaputt, Jana! Knack! Vollmilch. Ah. So, der sieht aber jetzt wieder ganz normal aus, wie so ein ganz normaler Weihnachtsmannequin. Zarte Schokolade, ganz normal. Vollmilch. Haben nicht falsch gemacht. Super süß. Was will man mehr erwarten? St. Pauli, Weihnachtsmannequin. Gibt es wahrscheinlich in jedem St. Pauli Fanshop. Müsst ihr euch wahrscheinlich noch ein bisschen beeilen. Oder nach Weihnachten gibt es ein bisschen billiger. Finde ich was witzige Geschichte. Mal anders als ein normaler Weihnachtsmann. Ich habe gerade so gesehen, es gibt auch Zalando-Weihnachtsmänner. Naja. So. Und hier haben wir Turon Tarta de Limon. Von Harsendaro, sin Gluten, steht da drauf, also ohne Gluten. Hier sieht man so ein bisschen Zitrone und ja, sieht ein bisschen nach Marzipan aus. Bin sehr gespannt. Auch Weihnachtskügelchen hinten drin, also was Weihnachtliches. Reiß auf. Super. Auch keine Schere. Marzipan. So, wir können mich schon mal richtig gut kriegen hier mit dem Ding. Marzipan ist schon mal eine geile Sache. Nicht verstanden, ich habe das wieder geknistert, ne? Also Marzipan, klasse Sache. Das ist nicht so super dominant. Okay. Also, ich hatte es mir brutaler vorgestellt. Hier ist Zitrone drin, Marzipan. Genauso schmeckt es auch. Wir haben also jetzt eine Marzipan-Ummantelung. Und innen drin ist eine Creme aus Zitronenmus. Und das ist auch super weich. Und das Marzipan ist relativ, nicht hart, aber fest. Und wenn man reinbeißt, so wie so ein, ich will gerade sagen, ich will jetzt nicht sagen wie ein Pickel, aber also so einen kleinen, leicht erschrockenen Moment hatte ich schon. Das ist ja so weg, du. Oh, lecker. So, wenn ihr jetzt gerade in Spanien seid, habt ihr die Chance, das zu kaufen. Ich vermute mal, nach Weihnachten ist es auch nicht mehr erhältlich. Ich hab's noch. Danke, Marc. So dann, Tarta de Limon. Und das war St. Pauli Weihnachtsmänner. Also, wenn ich Weihnachtsmänner kaufe, dann natürlich nur von St. Pauli. Und wenn ich mal jemals wieder in Spanien bin und zur Weihnachtszeit dort bin, dann werde ich versuchen, auch Turon Tarta de Limon nochmal zu bekommen. Das schmeckt nicht schlecht. So, war schon. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch, haut euch nicht so viel Süßigkeiten rein, ist schlecht für die Figur und für die Verdauung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Dann schaut mal auf meiner Webseite vorbei, www.sweetchecker.tv. Ansonsten halte ich die Daumen für Glück, viel Spaß bei den Partys und viel Spaß. Tschüss!